Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der Hermione Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Ich habe euch heute Kapitel 15 mitgebracht und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören des Kapitels und beim Abenteuer, das Draco und Granger in diesem Kapitel noch erleben. Wir fangen direkt mit einem Bild an, das ich euch wieder eingeblendet habe. Und das Kunstwerk ist von Alina das Art Sometimes. Kapitel 15. Noli me tangere. Draco hatte in seinem Leben schon viele seltsame und wundervolle Dinge erlebt, aber von dem Schädel einer längst verstorbenen Heiligen angebaggert zu werden, war sicherlich eines der bizarrsten. »Gib mir einen guten Grund, warum ich den lieben Schwestern gegenüber nicht herausposaunen sollte, dass Eindringlinge hier sind«, verlangte der Schädel. »Weil ich dich in Stücke sprengen werde, falls du das versuchst«, erwiderte Draco. »Verheißungsvolle Aussichten«, trillerte der Schädel. »Entschuldige bitte, bist du die Magdalena?«, fragte Granger, deren Schock allmählich Neugierde und großen Augenplatz machte. »Ein Echo derjenigen, die einst unter diesem Namen bekannt war«, antwortete der Schädel. »Ein Geist oder ihre Seele?« »Es gibt viele Zustände des Seins.« Draco stieß Granger mit den Ellenbogen an. »Dafür haben wir keine Zeit.« »Genau. Lasst uns lieber darüber sprechen, was ein hübscher Junge wie du an einem Ort wie diesem hier macht.« »Ich habe jedenfalls nichts Gutes im Sinn«, entgegnete Draco. »Ganz offensichtlich.« »Oh la la, ein böser Junge«, kuchte der Schädel. Granger war in einem Zustand der völligen Verzückung auf den Schädel fixiert. Draco stieß sie erneut mit dem Ellenbogen an. »Tu das, wofür du hergekommen bist. Wir müssen hier weg.« Sie schien aus ihrer Trance zu erwachen. »Richtig, das muss ich, aber...« In dem Korridor erklangen Stimmen. »Wir haben Gesellschaft«, unterbrach Draco sie. »Du solltest deine Brandsätze zünden.« Granger hob ihren Zauberstab und murmelte einige kehlig klingende, uralte Runenbeschwörungen. Die Magie, die sie dabei ausstieß, ließ eine Gänsehaut über Dracos Arme kriechen. 5 blitzende Funken schossen aus ihrem Zauberstab und sausten den Gang hinunter, um ihre Gegenstücke zur Detonation zu bringen. Es gab einen Moment der reinen und vollkommenen Stille. Dann wurden die Krypta, die Korridore und die Grotte von lauten Explosionen erschüttert. Schreie hallten aus der Ferne wieder. Feiner Steinstaub rieselte auf Draco, Granger und die Reliquie der Magdalena hinab. Nun waren aus dem Gang keine Geräusche mehr zu hören. Granger hatte die Hände auf den Knien abgestutzt und schnappte aufgrund der magischen Anstrengung nach Luft. »Was hast du da gemacht?«, wollte der Schädel interessiert wissen. »Ich habe uns Zeit verschafft«, erklärte Granger knapp. »Jetzt erledige deinen Job«, sagte Draco. Er positionierte sich am Ausgang der Krypta, um Wache zu halten. »Schnell!« Granger war vollkommen durch den Wind. »Aber der Schädel ist empfindungsfähig. Er sollte nicht empfindungsfähig sein.« »Empfindungsfähig ist ein ziemlich optimistischer Begriff«, mischte der Schädel sich ein. »Aber du kannst Dinge wahrnehmen«, keuchte Granger. »Ich kann doch nicht einfach, nicht einfach was.« »Nun ja, ich benötige ein kleines Stück von dir«, gab Granger kleinlaut zu. »So, du und der Rest der Welt. Seit Jahrhunderten werden Teile von mir gestohlen, weißt du?« »Beeil dich, verdammt nochmal«, zischte Draco. Granger zog ein gefährlich aussehendes Osteotom aus ihrer Tasche. »Ja, wirklich. Mein Kiefer befand sich 700 Jahre lang in Rom. Wir sind gerade erst wieder vereint worden.« »Ist das so?« »Im Jahre 1295. Dank Papst Bonifatius dem 8. gesegnet sei sein schlauer Kopf.«
Granger näherte sich dem Schädel nun langsam. Mir ist aufgefallen, dass dein Hinterhauptbein gebrochen ist. Darf ich mir das mal ansehen? Draco verdrehte die Augen. Granger versuchte doch tatsächlich, die Zustimmung des verdammten Schädels zu erhalten. Noli me tangere, lachte der Schädel. Granger, das Osteotom in der einen und ihren Zauberstab in der anderen Hand, wisperte, »Es tut mir leid.« Sie ließ die Glasscheibe mit einem Schnippen ihres Stabs verschwinden. »Es tut mir wirklich leid, aber es ist für einen guten Zweck, versprochen.« »Noli me tangere«, echote der Schädel, als Grangers Hand ihm näher kam. »Du wirst es bereuen.« Irgendetwas an dem Tonfall des Schädels ließ Draco herumfahren. Er streckte die Hand aus und griff nach Grangers Arm. Gerade noch rechtzeitig, um sich an ihr festzuklammern, bevor der Schädel, ein verdammter, verfickter Portschlüssel, sie aus der Krypta transportierte. Sie materialisierten sich in einem Verlies, ungefähr 10 Meter über dem Grund, und stürzten in die Tiefe. Wie in Zeitlupe drehten sie sich in der Luft, nur um einen rötlichen Schimmer auf dem Steinboden unter ihnen zu entdecken. Die spirituelle Heilung. Schon wieder. Was ihnen während des Falls letztlich den Arsch rettete, war der Umstand, dass sie beide bereits ihre Zauberstäbe in den Händen hielten. Granger schleuderte einen Wingardium Leviosa auf Draco und er tat dasselbe bei ihr. Dann schwebten sie, lediglich der puren Willenskraft des jeweils anderen ausgeliefert, einige Zentimeter über dem Cruciatus-Teppich. Granger leistete ziemlich gute Arbeit dabei, seinen verdammt großen Körper schweben zu lassen. Doch da war etwas Fieberhaftes in ihrer Magie. Sie würde ihn nicht mehr lange halten können. Draco selbst fühlte sich ebenfalls schon leicht benommen. Die magische Leistung des heutigen Tages forderte ihren Tribut, und selbst Grangers zarte Gestalt in der Luft zu halten, war nun anstrengend. »Der Besen«, keuchte Draco. Granger warf Draco den Schädel zu, und er fing ihn auf wie einen knöchigen Quaffel. Sie zerrte den Besen aus ihrer Tasche. Es gelang ihr, im Sinne einer recht ungeschickten, schwebenden Akrobatik, ein Bein darüber zu schwingen. Dann flog sie, ihrer ungeübten Hände geschuldet, ziemlich ruckelig und schlangenlinienförmig auf Draco zu. Als Granger nah genug war, zog er den Besen am Reisig zu sich und schwang sich hinter ihr auf den Stiel. »Fuck!« fluchte Granger vollkommen atemlos. Draco war sauer. »Dieser verfickten, gottverdammten Nonnen!« »Oh mein Gott!« meldete sich der Schädel zu Wort, als Draco ihn an Granger zurückreichte. »Das ist mir seit dem Mittelalter nicht mehr passiert. Welch ein Nervenkitzel!« Draco ließ den Besen in dem engen Kerker auf- und abschweben und suchte mit erhobenem Zauberstab nach einem Ausgang. »Der Stein hier muss meterdick sein«, vermutete Granger. Sie feuerte ganze Salven von Verwandlungszauber auf die Wände ab, während Draco daran vorbeiflog. »Ich komme nicht weiter als durch die innere Schicht.« »Wir könnten es mit der brachialen Gewalt von ein paar gemeinsamen Bombarder versuchen«, überlegte Draco laut. »Aber das würde uns beide nur auslaugen. Und wer weiß, was uns auf der anderen Seite erwartet.« »Oh, ungefähr 50 wütende Schwestern«, antwortete der Schädel. »Sie werden inzwischen Alarm geschlagen haben, und alle Nonnen, die bei der Sonnenwendfeier waren, werden zurück zum Kloster geflogen sein. Oh, meine Liebe, ich hoffe, du triffst nicht auf die Priorin. Sie würde dein hübsches Gesicht ganz unkenntlich machen.« »Es muss einen Eingang geben. Wie sollten sie sonst an ihre Gefangenen kommen?« Draco suchte noch aufmerksamer die Wände ab. »Wir müssen ihn finden. Er ist die Schwachstelle.« »Ich wette, es gibt keinen. Sie heben wahrscheinlich einfach kurzfristig die Antioperationszone auf und kommen dann vorbei, um die gefolterten Leichen vom Cruciatus-Teppich zu kratzen«, grübelte Granger düster. »Kluges Ding«, trällerte der Schädel. »Sei still! Es ist deine Schuld, dass wir überhaupt hier sind!« »Ich habe doch versucht, dich zu warnen«,
erinnerte der Schädel sie eingeschnappt. »Sprichst du aber kein Latein?« Granger tastete sich ab. »Ich habe Millionen von Dingen in meinen Taschen, aber was können wir damit anfangen? Stellen wir ihnen Fallen, basteln wir Sprengstoff, sie könnten uns hier jahrelang verrotten lassen, bevor sie kommen und nach uns sehen. Ich habe genug Lebensmittel für, Monate vielleicht. Wie können wir über dem Cruciatus-Teppich schlafen? Sollte ich uns Hängematten zaubern?« Im Laufe ihres von vielen Gesten unterstrichenen Geplappers präsentierte Granger ihm unabsichtlich eine Lösung. Draco packte sie am Handgelenk. In dem gemeinsamen Licht ihrer beiden Zauberstäbe schimmerte der Ring an ihrem Finger. Granger folgte seinem Blick. Aber du hast doch gesagt, du hättest den Portschlüssel noch nicht fertig. Habe ich auch nicht. Worüber denkst du dann nach? Draco trommelte mit den Fingern auf Grangers Handgelenk, während er grübelte. Ich bin mir nicht sicher. Es wäre vielleicht trotzdem eine Möglichkeit. Die Arithmetik ist grundsätzlich korrekt. Es gibt nur ein einziges dämliches Problem in der Schlussformel, das ich bisher nicht beheben konnte. Es ist mir nicht gelungen, einen gewünschten Ort als finales Ziel festzulegen. Granger war elektrisiert. Sie drehte sich auf dem Besen zu ihm herum. Willst du mir damit sagen, dass er im Grunde funktioniert, wir aber schlichtweg nicht wissen, wo wir letztendlich landen? Ja. Granger streckte ihm die Hand entgegen. Aktivier ihn. Du verstehst nicht. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wo wir landen, wiederholte Draco eindringlich. Es könnte der Erdkern sein. Es könnte das Innere eines Vulkans oder die Tiefen von Atlantis sein. Wir könnten in genau dem Moment, in dem wir ankommen, an Ort und Stelle sterben, weil wir zerquetscht, verbrannt oder erstickt werden. Granger suchte seinen Blick. Sie sah genauso verwirrt aus, wie er sich fühlte. 50 wütende Nonnen, die in ihrem heiligen Zorn über uns herfallen oder ersticken. Was ist besser? Draco fuhr sich mit der Hand über sein Gesicht. Leck mich! Wie zum Teufel konnte es nur so weit kommen? »Nehmt den Portschlüssel! Nehmt den Portschlüssel!« rief der Schädel fröhlich. »Ich möchte die Welt sehen!« »Du entscheidest«, sagte Draco zu Granger, wobei er den Schädel gekonnt ignorierte. Granger wandte sich ab und dachte darüber nach. »Du machst gerade eine Streberanalyse«, kombinierte Draco, dem das Zucken ihrer Finger am Besenstiel aufgefallen war. »Scht! Was ist eine Streberanalyse?« fragte der Schädel. »Das, was sie am besten kann«, gab Draco zurück. Es war gut, dass Granger ihn gerade nicht zuhörte, denn ein wenig ungebetene Zuneigung hatte sich in seinen Ton vergemogelt. Bäh. Granger beendete den Prozess und machte einen entschlossenen Eindruck. Sie drehte sich wieder zu Draco herum. »Wir nehmen den Portschlüssel. Zauberstäbe raus. Wir müssen dazu bereit sein, sofort zu disapparieren, wenn wir an dem anderen Ort auftauchen. Jeder Schaden, den wir im Bruchteil von einer Sekunde nehmen könnten, sollte heilbar sein. Egal wie feindlich die Umgebung ist, in der wir landen. Sogar falls es sich dabei um Lava handelt, wir gehen dabei ein verdammt großes Risiko ein. Wir haben den Schädel. Und ich muss die Welt zum Besseren verändern. Das sind genug Argumente dafür. Lass uns das verdammte Ding auf Ausführungszauber überprüfen. Wir können es nicht gebrauchen, dass die Nonnen uns, wohin auch immer, verfolgen. Sowohl Granger als auch Draco untersuchten den Schädel mit einigen Diagnosezaubern. Keiner von ihnen ging dabei besonders behutsam vor, doch der Schädel schien recht wenig zu spüren. »Das gezählt«, verkündete er, während er zwischen ihnen in der Luft schwebte und immer wieder von ihren Zaubern getroffen wurde. »Er ist sauber«, stellte Draco schließlich fest. Nur noch ein Echo von dem ursprünglichen Portus. Es war zugegebenermaßen eine ziemlich geniale Idee, einen ungefährlichen Zauber ganz zum Schluss zu platzieren, mit dem kein Eindringling mehr rechnet. Vor allem, wenn dieser einen direkt in die klostereigenen Kerker befördert. Verdammte Nonnen! Okay, brummte Draco. Wir verschwinden. Aber bevor wir das tun, lasse ich den Benediktinerinnen des heiligen Schwachsinns noch ein kleines, nettes Dankeschön hier. Oh, frech! Frohlockte der Schädel, als Draco damit begann,
einige Verwünschungen, Flüche und anderes Teufelszeug in dem dicken Mauerwerk des Kerkers zu versenken. Scheiß auf die Erschöpfung. Er wollte Rache. Bereit? Fragte Draco schließlich und richtete seine Zauberstabspitze auf Grangers Ring, um den Portschlüssel zu aktivieren. Granger begegnete seinem Blick und nickte. Sie war nervös, aber sie hatte keine Angst. Verflixt tapfer, diese Hexe. Portus, sagte Draco. Der Portschlüssel saugte sie mit einem langanhaltenden, widerlichen Zug durch die Antidisapparationsgrenzen. Draco war sich nicht sicher, was er fester umklammerte. Sein Zauberstab, Crangers Hüfte oder den Besenstiel zwischen seinen Beinen. Sie materialisierten sich etwa 20 Meter über dem Boden, gedankt sei den Göttern für den Besen, über einer seltsam surrealen Szenerie. Unter ihnen befand sich nichts außer einer Ansammlung von unzähligen riesigen Schiffen, die nebeneinander ruhten, als lägen sie in einem Hafen vor Anker. Es gab allerdings überhaupt kein Wasser. Draco erspähte nichts als sandige Dünen, die sich bis zum weit entfernten Horizont dahinwellten. Das passende Bild dazu habe ich euch hier jetzt eingeblendet. Granger sah sich ebenfalls um und inspizierte den unbekannten Ort. Ihre Neugier war stärker als ihre Flugangst. Rauchschwaden stiegen von ihrem Ring auf, ein letztes Zeugnis des unvollkommenen Portus, das nun verpuffte. Heißer Wind blies ihnen Sand in die Augen und ließ ihre Lippen trocken werden. »War ja klar, dass wir nicht einfach in, sagen wir mal, Kent landen konnten«, schnaubte Draco. »Das wäre viel zu bequem gewesen«, stimmte Granger zu. »Aber das hier ist mir immer noch lieber als das Innere eines Vulkans. Und wir wurden immerhin nicht von irgendeiner schlecht ausgeführten Arithmantik in Stücke gerissen. Gut gemacht.« Draco flog tiefer und sprach einige Offenbarungszauber in Richtung des Schifffriedhofs. Es trieben sich keinerlei Lebewesen in den Fracks herum. »Ich bringe uns runter. Wir müssen uns ausruhen. Wir sind beide am Arsch.« »Einverstanden.« Draco ging zwischen den rostigen Rümpfen in den Sinkflug und fand schließlich in dem Schatten eines kleineren Schiffes einen geeigneten Platz zum Landen. Granger stürzte auf ihre gewohnt unbeholfene Art vom Besen, blieb einen langen Moment auf allen Vieren am Boden und kam dann langsam wieder auf die Beine. Sie stöberte in ihre Tasche, bis sie ihr Muggelgerät fand und es triumphierend hervorzog. Besagter Triumph war allerdings nur von kurzer Dauer. Granger lief auf und ab, streckte das Handy empor und drückte ein paar Knöpfe. Doch was auch immer sie sich von dem Teil erhofft hatte, es funktionierte nicht. »Kein Netz«, seufzte Granger. »Wir sind außerhalb der Reichweite von jeglicher Muggeltelekommunikation. Ich hätte gerne gewusst, wo wir überhaupt sind.« »Bei so einer verdammt großen Wüste wie dieser hier? Irgendwo in Afrika, würde ich vermuten.« »Das war auch mein Gedanke«, nickte Granger langsam. »In Namibia gibt es einen Ort namens Skelettküste, der für seine Schiffwracks inmitten der Dünen berühmt ist. Aber die offensichtliche Abwesenheit des Meeres zerschlägt meine Theorie. Vielleicht geben uns die Schiffe selbst einen Hinweis.« Sie schritt nachdenklich auf den Spuk des Schiffes zu, in dessen Schatten sie Schutz gesucht hatten. Darauf waren verblasste Zeichen zu erkennen, die wohl einst den Namen des Schiffes gebildet hatten. Granger stemmte die Hände in die Hüften. »Kyrillisch?« »Willst du damit andeuten, dass wir in Russland sind?« »Ich habe keine Ahnung«, murmelte Granger und klang dabei tatsächlich, immerhin ein einziges Mal in ihrem Leben, vollkommen ratlos. Sie schoben das Mysterium ihres gegenwärtigen Aufenthaltsorts für eine Weile beiseite, um erst einmal wieder zu Kräften zu kommen. Draco wollte sich unbedingt ausruhen. Die Sorge, dass die Nonnen sie aufspüren könnten, nagte an ihm. Und er war momentan magietechnisch zu sehr erschöpft, um mit 50 von ihnen gleichzeitig den Kampf aufzunehmen. »Wo ist der Schädel?«, wollte er wissen, da ihm plötzlich auffiel, dass er in den letzten 10 Minuten keine quakenden Bemerkungen mehr vernommen hatte. »In meiner Tasche«, erklärte Granger. »Mit einem Muffliato
auf ihren Schläfenbeinen. Ich mag ihre Kommentare echt leid. Gute Idee. Hast du Essen in deiner Tasche? Selbstverständlich. Einige Teile des verrosteten Schiffes waren mit minimalem Aufwand in einen provisorischen, niedrigen Tisch und zwei Hocker verwandelt. Draco fiel durchaus auf, dass es Grangers Verwandlungsarbeit diesmal an den üblichen Schnörkeln und der Genauigkeit, um die sie sich für gewöhnlich so sorgte, mangelte. Von den Sitzflächen der Hocker blätterte die marineblaue Farbe ab und der Tisch drohte ihr Abendessen mit Tetanus zu verseuchen. Granger war erschöpft. Und dennoch schaffte sie es, ihn zu überraschen. Sie fischte etliche Dinge aus ihrer magisch vergrößerten Tasche und drapierte somit genügend Zutaten für eine echte Mahlzeit auf den Tisch. Ein Baguette, Pastete und verschiedene Käsesorten wurden ausgelegt. Dazu gesellte sich eine Auswahl an Wurst, Gürkchen und Oliven. Schließlich förderte sie noch eine Dose mit gewürztem Auberginensalat zutage. Sie betrachtete ihr Werk. Was fehlt noch? Ach ja, die Getränke. Es folgten zwei Flaschen Mineralwasser, ganz schön überteuert, und eine Flasche Weißwein. Keine Ahnung, ob der gut ist. Die Flasche war einfach hübsch. Granger reichte Draco den Wein. Würdest du ihn kühlen? Wenn wir es schon machen, dann wenigstens richtig. Draco legte einige Kühlzauber über die Flasche. Alles klar. Das gibt mir zumindest das Gefühl, ich hätte irgendetwas beigetragen. Es war lediglich eine gedankenlose Bemerkung bezugnehmend auf die Mahlzeit, doch Granger nahm sie ernst. Sie runzelte die Stirn. Irgendetwas beigetragen? Malfoy, ohne dich wäre der heutige Tag unmöglich gewesen. Ich wäre bereits bei der ersten Tricktreppe falsch abgebogen und für immer in einem dieser Kerker gelandet. Und selbst wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich am Ende dämonisch besessen gewesen. Wenn nicht sogar sehr, sehr tot. Du kanntest den Gegenfluch für jeden verdammten Fluch, dem wir begegnet sind. Du hast dich wie ein waschechter Fluchbrecher durch ein Labyrinth gekämpft, das seit dem Mittelalter nicht mehr bezwungen wurde. Du hast mal eben nebenbei einen Portus in diesem Ring gebastelt und er hat verdammt nochmal funktioniert. Wegen dir sind wir hier und am Leben. Du warst... An dieser Stelle hielt sie inne, suchte nach den richtigen Worten und schien ein wenig unsicher zu sein. Du warst einfach außergewöhnlich, beendete sie ihren Satz leise. Sie räusperte sich, wich seinem Blick aus und hantierte stattdessen mit ihrem Zauberstab. Ich werde uns ein paar Gläser heraufbeschwören, oder? Was Draco betraf, so sagte er gar nichts. Er kämpfte im Stillen mit einer Mischung aus Freude über diese Vielzahl an Komplimenten und der Belustigung über Grangers Unbehagen sowie einem brennenden Gefühl auf seinen Wangen. Obwohl es natürlich gar nicht sein konnte, dass er gerade errötete, weil er nun einmal Draco fucking Malfoy war. Es musste wohl ein Sonnenbrand sein, den er sich in dieser verdammten Wüste eingefangen hatte. Eine letzte Sache noch, bevor wir essen, wenn es dir nichts ausmacht, wechselte Draco ziemlich drastisch das Thema. Granger sah auf. Was denn? Finite incantatem, sagte Draco entschieden und richtete seinen Zauberstab auf sie. Der glatte, blonde Pferdeschwanz verwandelte sich zurück in ihre üblichen braunen Locken. Ihre Augen, die dunkler und wärmer wurden, während der silbrige Schimmer verschwand, blitzten ihm belustigt entgegen. Soll ich mich auch um dich kümmern? Tu das. Exzellent. Ich habe das Schama, du Pesat. Finite incantatem. Draco spürte den Schauer ihrer Magie in seinem Haar und eine sanfte Liebkosung des Zaubers auf seinen Augen. Es fühlte sich fast intimer an, als wenn es sich dabei um eine echte Berührung gehandelt hätte. Er fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. Ist es jetzt weniger Schamhaar-perückenartig? Granger zuckte mit den Schultern, unterdrückte dabei aber ein Lächeln. Du kannst ruhig zugeben, dass mein Haar einfach großartig ist, weißt du? Merkte Draco an. Für das Haar eines Zauberers, der gerade in eine Krypta eingebrochen und vor wütenden Nonnen geflohen ist, sieht es ganz in Ordnung aus. Sollen wir essen? Sie aßen, tranken und ruhten sich aus. Ihre erschöpften Magiereserven füllten sich langsam wieder auf.
Draco erklärte, er sei schockiert, dass Granger tatsächlich dazu in der Lage war, eine Mahlzeit zusammenzustellen, die nicht ausschließlich aus Thunfisch und Käseflips bestand. Granger offenbarte daraufhin, dass sie extra für Draco eine Packung Käseflips in ihre Tasche gepackt habe, da er scheinbar gar nicht mehr aufhören könne, daran zu denken. Draco fragte, ob sie auch einige Katzenhaare dabei habe, um das Ergebnis abzurunden. Granger bejahte dies, griff in ihre Tasche, zog zwei Büschel hervor und wedelte damit in Dracos Richtung. Draco bedankte sich und erklärte, dass er sich nun wie zu Hause fühle. Ob es noch Bananen-Karamellkuchen zum Nachtisch gäbe? Er rechnete schon fast damit, dass Granger den Kuchen tatsächlich hervorzaubern würde, doch sie widersprach. In den Dorfläden gab es keinen. Ihr alternatives Dessertangebot bestand aus den marzipangefüllten Datteln, getrockneten Feigen und einigen Aprikosen. »Weißt du«, überlegte Draco, während er auf einer Dattel kaute, »jetzt könnten wir die Magdalena fragen, ob sie das Rezept mitgebracht hat.« »Oh«, keuchte Granger, dachte einen Moment darüber nach und nickte schließlich enthusiastisch. »Lass uns das tun.« Der Schädel wurde aus Grangers Tasche herbeigerufen und der Muffliato verworfen. »Hallo, was ist das hier?« Dessen dunkle Augenhöhlen auf den Schiff rumstarrten. »Sind wir auf hoher See?« »Nein«, antwortete Granger. »Aber würdest du uns eine Frage beantworten? Hast du das Rezept für die marzipangefüllten Datteln aus dem Heiligen Land mit nach Frankreich gebracht?« Zur Veranschaulichung hielt sie dem Schädel eine Dattel vor die nicht vorhandene Nase. »Was ist das? Eine Muschel?« »Nun, damit wäre das geklärt«, seufzte Granger und schob sich die Dattel in den Mund. »Du hast gerade die Ehre einer ganzen Nation gerettet«, informierte Draco den Schädel. Die Aufmerksamkeit des Schädels richtete sich auf ihn. »Oh, du bist es. Weißt du, ich hatte schon darüber nachgedacht, dass dir Blondzunge noch besser stehen würde.« »Danke«, schmunzelte Draco. Dann tauschten Granger und er einen raschen Blick der Erkenntnis aus. Der Schädel hatte sie jetzt ohne ihre Verkleidung gesehen. »Kann man Schädel oblivieren?« fragte Draco. »Sie haben immerhin kein Gehirn.« »Jetzt, wo sie uns gesehen hat, müssen wir es zumindest versuchen«, erwiderte Granger mit ernster Miene. »Sie hat auf jeden Fall einen Verstand.« Der Schädel, der nun ebenfalls seine Beurteilung von Granger abgeschlossen hatte, verkündete, »Was dich betrifft, so siehst du jetzt weniger leichenähnlich aus.« »Und das kommt ausgerechnet von dir. Ich war einst eine große Schönheit«, erklärte der Schädel. »Du hast immer noch wunderschöne Wangenknochen«, sagte Draco. Der Schädel kicherte. Es war ein leicht beunruhigendes Geräusch. Draco registrierte, dass Granger das Osteotom wieder hervorgezogen hatte. Sie würde sich endlich ihre Probe holen. Sie drehte den Schädel zu Draco und er lenkte ihn ab, indem er sein Haar zurückwarf und ihm einen verführerischen Blick schenkte. Granger drückte die abgeschrägte Kante ihres Instruments gegen einen bereits angebrochenen Teil des Schädels. Es gab ein dumpfes Knacken, als ein Stück abbrach. Sie überführte es rasch in ein Reagenzglas. »Was war das?« fragte der Schädel. »Hast du etwas gehört?« »Nein«, entgegnete Draco rasch. Granger holte einen Sack hervor, den sie über den Schädel warf, damit er sie nicht länger sehen konnte. Dann richtete sie ihren Zauberstab auf die Beule in dem Sack. »Obliviate!« Die gedämpfte und verwirrte Stimme des Schädels drang durch das Leinen. »Schwester Sophia, sind Sie das? Warum ist es so dunkel?« Granger belegte den Sack mit einem Muffliato und einem Silencio und stopfte ihn zurück in ihre Tasche. In ihrer Miene lag Bedauern. »Religionshistoriker würden ihre Augen dafür geben, sich nur ein einziges Mal mit ihr zu unterhalten. Denkst du, dass...« »Nein«, sagte Draco sofort. Ich weiß«, seufzte Granger, obwohl der Schmerz über das fehlende Wissen sie dazu brachte, eine Hand auf ihre Brust zu pressen. »Ich schicke sie zurück ins Kloster, sobald wir die Zivilisation erreichen. Hoffentlich hält es uns die Nonnen vom Leib, wenn sie wieder sicher bei ihnen ankommt.«
Ich hätte Lust auf ein Duell mit der Priorin. Es klang danach, als wäre sie eine richtige Furie. Nach dem Essen erhoben sie sich langsam von den unbequemen Hockern und streckten sich. Granger holte eine große, bauschige Decke hervor, die sie auf den Sand legte. Sie legte sich darauf und Draco lud sich selbst dazu ein, sich neben sie fallen zu lassen. Es klang definitiv danach, als wäre sie eine Furie, stimmte Granger schließlich zu. Scheiß auf Auroren und den Orden. Wir hätten französische Nonnen auf Voldemort hetzen sollen. Hast du dir mal dieses Labyrinth angesehen? Die guten Schwestern hätten ihn innerhalb von 5 Minuten gestürzt. Wir würden in einer neuen, nonnischen Weltordnung leben. Jeder würde eine Ordenstracht tragen, griff Granger den Gedanken auf. In ihrer Stimme lag der Anflug eines Lachens. Du würdest darin richtig aufgehen. Ich bin lediglich überrascht davon, wie viel nackte Haut Muggelkleidung zeigt, schnaubte Draco beleidigt. Nicht abgeneigt. Eher bestürzt. Erstaunt. Es ist einfach ein Kulturschock. Stören Roben nicht ungemein, wenn man fremde Ärsche unter die Lupe nehmen will? Fragte Granger scheinheilig. Sie verderben einem zugegebenermaßen den ganzen Spaß. Also? Ich habe nie wirklich über Alternativen nachgedacht, bis vor kurzem. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß, nickte Granger weise. Exakt. Ich entwickle allmählich eine neue Wertschätzung für die Muggelmode. Sie wissen wirklich, wie man Ärsche gekonnt in Szene setzt. Granger lachte. Draco hob träge seinen Zauberstab und ließ die Weinflasche zu ihnen schweben. Hier geht gerade die Sonne unter. Grangers Stimme war nachdenklich. Als wir im Kloster waren, war es gerade einmal Vormittag. Das bedeutet, dass wir, je nach Nähe zum Äquator, 8 bis 10 Zeitzonen vorgesprungen sind. Wo würde uns das hinbringen? Nach Westchina? Granger drehte sich auf den Bauch und rutschte zum Rand der Decke. Sie malte mit ihrem Finger eine Karte in den Sand. Eventuell. Es gibt ziemlich viele Orte, die in Frage kommen. Je nachdem, wie viele Zonen wir gesprungen sind. Iran, Oman, jedes der Stan-Länder. Stan-Länder. Kasachstan, Usbekistan und so weiter. Draco machte sich über die getrockneten Feigen her und kaute darauf herum, während Granger weitere Spekulationen anstellte. Oh, machte Granger irgendwann. Was? Sie reichte ihm etwas zur Inspektion. Eine weißliche, längliche Muschel. Das hier muss einst ein Meeresboden gewesen sein, erklärte Granger, während sie den Sand um sie herum betrachtete. Wie eigenartig. Jetzt fuhr sie mit den Fingern durch den Sand und grub noch mehr ausgetrocknete Teile aus, die von einem Leben unter Wasser zeugten. Ihre Augen leuchteten vor Neugier. All die Sorgen des heutigen Tages, die Flüche und die Nahtoderfahrungen, schienen angesichts dieses neuen Mysteriums verblasst zu sein. Mit ihrem Haar, das immer noch voller Kryptastaub war, den violetten Rückständen des Gedankenschinders auf ihrer Wange und der zerrissenen Wanderausrüstung wirkte sie wie eine manische Archäologin, die im endlosen Sand nach Antworten sucht. Der Effekt war durchaus hinreißend. Hätte irgendjemand Draco vor einigen Monaten gesagt, dass er eine dreckverschmierte, im Sand wühlende Hexe mit zerrissenen Klamotten hinreißend finden würde, dann hätte er denjenigen ausgelacht. Aber so war es. »Das ist eine Scaphopoda«, erklärte Granger in Bezug auf die Muschel, die Draco immer noch in der Hand hielt. »Die genaue Art kann ich aber nicht bestimmen, also hilft uns das auch nicht dabei, unseren Standort einzugrenzen.« Draco untersuchte die Muschel, kam zu dem Schluss, dass es tatsächlich eine Muschel war, und gab sie ihr zurück. Ihre Finger berührten sich. Ihre waren warm, seine kühl. »Seeigel«, verkündete sie und hielt ein weiteres weißliches, aber diesmal rundes Ding in die Höhe. »Faszinierend.« Granger widmete sich wieder ihre Karte, die jetzt mit Muschelstücken übersät war. »Ich weiß nicht genug über alte Meere, um auf der Grundlage dieser Tierchen irgendeine intelligente Vermutung anzustellen. Es ist zu gefährlich, wenn wir einfach irgendwohin apparieren, da wir keine Ahnung haben, wo genau wir uns auf dem Planeten eigentlich befinden. Ich denke, unsere nächste Maßnahme sollte ein Aufklärungsflug sein, um zu schauen, ob wir irgendwo auf Zivilisation
und somit hoffentlich auch auf einen internationalen Flohnetzwerkanschluss stoßen. Draco stützte sich auf die Ellenbogen. Tut mir leid, aber hast du gerade Flug gesagt? Ja. Du willst den Besen benutzen? Ja. Du, freiwillig, einen Besen benutzen? Granger sah gleichermaßen gekränkt wie entnervt rein. Ja, Herrgott nochmal, es erwies sich bisher als ziemlich nützlich. Sei nicht so selbstgefällig. Zu spät. Das merke ich. Das merke ich. Draco grinste breit. Oh ja, er war selbstgefällig. Von allen fest etablierten Meinungen, die sie besaß, hatte Granger ausgerechnet die eine über das Fliegen geändert. Er wollte ihr das unbedingt unter die Nase reiben, doch seine Selbstbeherrschung siegte. Die Sonne geht unter. Lass uns warten, bis sie unter dem Horizont ist. Und dann starten wir eine Erkundung von oben. Falls Siedlungen in der Nähe sind, werden sie beleuchtet sein. Dann können wir sie aus meilenweiter Entfernung sehen. Gerade als Granger zustimmend nickte, hallte ein seltsam stöhnendes Geräusch über die Dünen. »War das eine Kuh?« fragte Granger. »Eine Kuh? Das klang eher wie Wiesel auf dem Klo.« »Sei nicht so. Oh, schau mal.« Eine Herde von irgendetwas kam auf den Dünen in Sicht. Sie sahen aus wie Gazellen, die man zur Hälfte in Tapire verwandelt hatte. Ihr könnt euch das vorstellen wie das Bild, das ich euch eingeblendet habe. »Oh, von denen habe ich gelesen. Das sind Zeiger-Antilopen«, rief Granger enthusiastisch und sprang auf die Füße. Die Tiere hielten bei der plötzlichen Bewegung inne. Sie beäugten Granger, als wäre sie selbst die halbverwandelte Kuriosität. Dann wanderten sie mit seltsam holprigen Schritten weiter. »Komische Viecher«, bemerkte Draco. »Sind sie magisch?« »Nein, banal.« Granger war auf ihren Zehenspitzen und beobachtete die vorbeiziehende Herde. »Allerdings sind sie äußerst selten.« Das Leittier stöhnte sein eigentümliches Muhen und die Herde verschwand hinter einer Düne. Granger kehrte zu der Decke zurück und ließ sich vor ihrer Sandkarte auf die Knie fallen. »Das hilft uns dabei, unseren möglichen Standort einzugrenzen. Diese Antilopen gibt es nur in bestimmten Regionen. Wir sind also irgendwo in Zentralasien.« Granger biss sich auf die Unterlippe. »Die Bevölkerung ist hier ziemlich dünn.« »Dann fliegen wir nach Süden oder Westen«, entschied Draco. »Definitiv nicht nach Norden.« »Einverstanden. In die Richtung gibt es nichts außer der russischen Steppe.« »Ich würde noch etwa eine Stunde warten«, sagte Draco und betrachtete die Sonne, die allmählich hinter den Dünen versank. »Dann können wir fliegen.« Granger streckte sich neben ihm auf den Rücken aus und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Als sie das nächste Mal sprach, lag erneut ein Lächeln in ihrer Stimme. »Ich kann nicht glauben, dass ich eine Zeiger-Antilope gesehen habe.« »Ich kann nicht glauben, dass wir mit dem Schädel von Maria Magdalena geplaudert haben.« »Und wir wurden beinahe von Nonnen überlistet.« »Diese Nonnen waren grausame alte Vögel. Meine Abwehrzauber werden ab jetzt von ihnen inspiriert sein. Soll ich Belzebubs Barriere auf dein Labor legen?« »Klingt gut. Ein wenig dämonische Besessenheit würde mal ordentlich Schwung in Trinitys Hallen bringen.« Bald war die Sonne nur noch eine goldene Erinnerung, die sich am Firmament spiegelte. In der Wüste gab es kein Vogelgezwitscher, abgesehen von dem klagenden Pfeifen des Windes. Zwischen den verrosteten Schiffwracks war alles ruhig. Der Wind beruhigte sich, als die Welt sich verdunkelte. Der Mond kam zum Vorschein und tauchte die Dünen in ein silbriges Weiß. Dann erklomm in der schwarzen Stille über ihnen ein Sternenbild nach dem anderen, dicht gefolgt von zahllosen Galaxien und Nebelflecken. Draco hatte noch nie einen Himmel wie diesen gesehen. So hell erleuchtet von seinem eigenen Glanz und voller mächtigen Mysterien, weit entfernter Welten schimmernd. Zusammen beobachteten Draco und Granger in ehrfürchtigem Schweigen das wirbelnde Strahlen über ihnen. Unter einem solch lebendigen Himmel fühlten sich ihre Herzen seltsam voll an und ihre Sorgen klein und ganz weit weg.
Weder Draco noch Granger hatten ein Nickerchen geplant, aber die magische Erschöpfung forderte ihren Tribut und schoss sie beide für 2 Stunden aus dem Leben. In der Konsequenz erwachte Draco einigermaßen regeneriert und fühlte sich wieder bereit dazu, es mit hunderten Nonnen aufzunehmen, sollten die Umstände es erfordern. Granger wirkte ebenfalls belebt, als sie sich aufsetzte. Mit ein paar Schlenkern ihrer Zauberstäbe verwischten sie die Spuren ihres Aufenthalts. Und dann war das Fliegen an der Reihe. Draco musste einen eifrigen Gesichtsausdruck aufgesetzt haben, denn Granger hielt den Besen außer Reichweite und sagte, »Nur weil ich denke, dass es eine gute Idee ist, heißt das nicht, dass es mir Spaß machen wird. Mich zum Schreien zu bringen, ist nicht das Ziel dieser Übung.« »Das würde ich niemals tun«, erwiderte Draco und täuschte Kränkung vor, während er seine ruchlosen Pläne, genau das zu tun, insgeheim von sich schob. Granger reichte ihm den Besen mit einem absolut misstrauischen Blick. Draco stieg auf und neigte den Besen dann zu ihr, damit sie aufspringen konnte. Sie krallte die Hände ineinander, holte einmal tief Luft, murmelte etwas über »verdammte Besen« und kletterte schließlich vor ihn. »Es fällt dir leichter, wenn du keine Zeit hast, darüber nachzudenken«, bemerkte Draco, während sich Granger zwischen seine Beine klemmte. »Wie in der Krypta.« »Der ziemlich sicher bevorstehende Tod verdrängt tatsächlich den etwas weniger bevorstehenden Tod aus meinen Gedanken«, zischte Granger mit angespanntem Kiefer. Draco sprach seine übliche Auswahl an Windschutz und Wärmezaubern. »Bereit?« »Nein«, kam die erstickte Antwort. »Flieg einfach!« Draco ließ sich das nicht zweimal sagen. Er startete vorfreudig und begierig darauf, sich in diesem Himmel mit seinen Millionen und Abermillionen von Sternen zu verlieren. Die postapokalyptische Szenerie der korrodierten Schiffsflotte wurde kleiner und kleiner, bis die Rümpfe nur noch weit entfernte Flecken unter ihnen waren. Nachdem sie ihre Flughöhe erreicht hatten, genoss Draco die Aussicht. Es war kein Meer, sondern ein Ozean aus silbernen Dünen, der um sie herum wogte, ohne dass ein Ende in Sicht war. Darüber zogen sich lange Sternenschneisen wie Tore zu seltsamen Ewigkeiten. Es war im wahrsten Sinne des Wortes großartig und erfüllte Draco mit tiefem Staunen. Zu seiner Überraschung hatte Granger diesmal ihre Augen geöffnet. Sie stieß ein einzelnes, verblüfftes »Wow« aus und verstummte dann. Draco schlug einen südöstlichen Kurs ein. Der Besen summte unter ihm und bat darum, die Kontrolle übernehmen zu dürfen. Doch es handelte sich um das neueste Modell, die Etincelle, und somit um den schnellsten Besen in Dracos Sammlung. Er wagte es nicht, noch flotter zu fliegen, als er es ohnehin schon tat. Trotz des windbrechenden Zaubers hatte sich Grangers Pferdeschwanz bereits zur Hälfte entwirrt und flatterte ihm ins Gesicht. Abgesehen davon würde diese Hexe ihn spätestens nach der Landung umbringen, wenn er es wagen sollte, noch schneller zu fliegen. Nach einer Weile fragte Granger, »Warum summt der Besen uns an?« Ihre Frage gründete eindeutig in der unausgesprochenen Angst vor einer Fehlfunktion. »Sie will schneller fliegen«, erklärte Draco. Es gab eine Pause. Dann fragte Granger schüchtern, »Wie schnell denn?« Draco dachte einen Moment über seine Antwort nach, bevor er sich für eine Gegenfrage entschied. »Wie schnell fährt denn dein Auto?« »Ich habe einmal 200 Kilometer pro Stunde geknackt, in Deutschland wohlgemerkt.« Draco kapierte nicht, weshalb Deutschland für diese Aussage relevant war. »Wir schaffen die 200 auch auf dem Besen«, sagte Draco, »wenn du mutig bist.« Draco kannte Grangers Körpersprache mittlerweile gut genug. Auch ohne ihr Gesicht zu sehen, wusste er, dass sie hin und her gerissen war. »Es ist eine verdammt große Wüste«, stellte sie schließlich nach einigen Momenten der Grübelei fest. »Ist es?« »Wir fliegen schon seit 20 Minuten und haben bisher noch kein einziges Anzeichen für menschliche Besiedlung entdeckt.« »Richtig.« »Mit einer höheren Geschwindigkeit würden wir auch viel mehr Strecke zurücklegen.« »Das würden wir.« Granger richtete sich zwischen Dracos Armen auf. »Dann tun wir das. Erneuere noch einmal deinen Windabwehrzauber. Ich werde irgendetwas mit meinen Haaren anstellen.«
was ausgezeichnet war, denn mit Granger und ihrem Kater als Gesellschaft hatte Draco für diese Woche bereits genug Haare zu sich genommen. Er flog ein wenig langsamer, um seine Zauber zu wirken, während Granger ihren Pferdeschwanz zu einem dicken Zopf zusammenzwirbelte und ihn in ihr Oberteil stopfte. Grangers Stimme war angespannt vor lauter Nervosität. »Beschleunige aber nicht so schnell, sonst falle ich runter.« »Du fällst nicht. Ich halte dich fest.« »Ich weiß.« »Es wird so sein, als wären wir in deinem Auto.« Beruhigte Draco sie und trieb den Besen zu einer höheren Geschwindigkeit an. »Aber mein Auto hat Anschnallgurte und befindet sich die gesamte Zeit auf dem Boden.« Grangers Aussage wich einem Kreischen, als der Besen vorpreschte. Draco überlegte kurz, ob er wieder langsamer werden sollte, doch dann bemerkte er, dass sich ihr Schrei in ein entzücktes, adrenalingeladenes Lachen verwandelt hatte. Die Geschwindigkeit schien Granger sowohl aus Gründen des Amüsements als auch aus Angst keinen klaren Gedanken mehr fassen zu lassen. »So habe ich mir das vorgestellt«, rief Draco euphorisch, als sich die Dünen unter ihnen in einen silbrigen Streif verwandelten. »Oh mein Gott!« »Du hältst doch auch Schau nach Lichtern, nicht wahr?« Uff. »Gut.« Meteorähnlich rasten sie durch die Wüste. Draco wünschte sich eine Sternschnuppe, damit sie mit ihr um die Wette fliegen konnten. Da es Granger gut zu gehen schien, gab er dem Besen freie Hand. Die Etincelle schoss temperamentvoll vorwärts, und nun waren die Dünen unter ihnen nur noch ein silbernes Strahlen und die Sterne ein schillernder Wirbel. Er hielt Granger sehr fest, teils um sie zu beschützen und teils, weil er es einfach wollte. Weil es angenehm war, diese leicht wahnsinnige, brillante Hexe, die ihre Wochenenden damit verbrachte, in Krypten herumzualbern und ihn auf Schritt und Tritt provozierte, an sich zu drücken. Sie war warm in seinen Armen, und sie duftete nach dem Staub einer Reise, nach Abenteuer und nach Heiterkeit. Alles daran war verrückt. Granger so an sich zu pressen, als ob er es tatsächlich wollte. Das Fliegen über diese unbesiedelte Wildnis. Die Tatsache, dass sie keine Ahnung hatten, wo auf dieser Welt sie eigentlich gerade waren. Der illegale und unvollendete Portus. Der sprechende Schädel. Einfach alles davon. Vollkommen übergeschnappt. Und er hatte jede einzelne Minute davon geliebt. »Dort!« rief Granger plötzlich. Sie machte den Fehler, ihren Arm auszustrecken, um auf irgendetwas zu deuten. Dank der gegenwärtigen Geschwindigkeit wurde er nach hinten geschleudert und traf Draco an der Schläfe. »Entschuldige«, stieß Granger aus, »aber schau!« Südlich von ihnen glühten gelbe Muggellichter. Zunächst waren sie vereinzelt im Sand verstreut, dann bildeten sie allmählich lange, parallele Bahnen. Straßen. »Es ist eine Stadt«, rief Granger. Draco brachte den Besen in den Sinkflug und reduzierte die Geschwindigkeit. Als sie langsamer wurden, desillusionierte Granger sie beide, damit etwaige Muggel, die in einer Nacht wie dieser einen Blick in den Sternenhimmel warfen, sie nicht entdecken würden. Sie flogen über Dächer und suchten nach weiteren Hinweisen auf ihren Aufenthaltsort. Die Schilder an den Ladenfronten waren sowohl kyrillisch als auch arabisch beschriftet. Dies wurde seltsamerweise, um alle gestrandeten Hexen und Zauberer vollends zu verwirren, hin und wieder durch Schriftzeichen ergänzt, die stark an das koreanische Alphabet erinnerten. Granger bat Draco, noch ein wenig langsamer zu werden, damit sie, jetzt, wo sie die Zivilisation erreicht hatten, noch einmal ihr Handy konsultieren konnte. »Taschkent«, sagte sie. »Gesundheit«, erwiderte Draco. »Nein, so heißt die Stadt. Wir sind in Usbekistan.« »Meine Fresse«, schnaubte Draco. »Das ist ziemlich weit ab vom Schuss.« »Das ist ausgezeichnet. Hier gibt es nämlich eine britische Botschaft. Die werden ein magisches Konsulat haben. Von dort können wir nach Hause fliehen.« Granters Handy fing damit an, Draco Wegbeschreibungen um die Ohren zu pfeffern, die sie zum Dach der britischen Botschaft führten, die allerdings bereits geschlossen war. Draco brach ein, spürte die Gemächer des Konsuls auf, es war die einzige magische Spur im gesamten Gebäude, und sie weckten den armen Zauberer. Draco zwang den Konsul dazu, den internationalen Flohkamin anzuzünden, obwohl sie keinerlei Ausweisdokumente bei sich hatten, und Granger oblivierte ihn. Danach belegte Draco ihn mit einem Schlafzauber
und sie wirbelten durch die blauen Flammen zurück nach London. Unwillkürlich schoss Draco der Gedanke durch den Kopf, dass Granger und er ein ziemlich anständiges Team abgaben. Rund 20 Minuten später wurden sie auf britischem Boden wieder ausgespuckt. Es war die längste und schwindelerregendste Flohreise gewesen, die jeder von ihnen bisher erlebt hatte. Draco rollte sich aus dem Kamin. Granger purzelte knochenlos daraus hervor. Dann legte sie sich auf den kalten Boden des Londoner Lagerhauses, das als Ankunftsplattform diente, und rührte sich nicht mehr. Draco, der grundsätzlich mit allem, was sich drehte, besser zurechtkam als sie, sah sich um. Seine Knie brannten dank der unsanften Landung. »Es gibt hier eine ganze Reihe nationaler Flohnetzwerkanschlüsse«, informierte er Granger, während er zu ihrem schlaffen Körper zurückkehrte. »Jeder von uns kann auf direktem Wege nach Hause flohen.« »Bitte nicht«, hauchte Granger schwach. Draco stellte sich neben sie und musterte ihre grünliche Miene. »Du siehst aus, als wenn du kotzen musst.« »So fühlt es sich auch an«, erwiderte Granger. »Es ist nur eine weitere kleine Drehung im Kamin.« »Geh weg und lass mich sterben«, erklang Grangers kraftlose Stimme erneut. Draco, dem es sowohl nach einer heißen Dusche als auch nach einem Nickerchen gelüstete, war kurz versucht, ihren Worten Folge zu leisten. Doch seine Klientin einfach auf den Boden zurückzulassen, während sie alle Viere weit von sich gestreckt hatte und damit kämpfte, sich nicht zu erbrechen, verstieß leider gegen das Protokoll. »Hast du keinen Trank gegen Übelkeit dabei?« »Wenn ich auch nur einen Trank riechen muss, dann werde ich diesen Fußboden mit Auberginen dekorieren und...« »Scht«, machte Draco. Das Geräusch von Schritten hallte durch das Lagerhaus. Draco kniete sich neben Granger. »Da kommt ein Beamter, und wir haben keine Erklärung dafür, warum wir ohne Papiere oder einen Stempel des Konsuls von Taschkent hier ausgespuckt wurden. Wir müssen gehen.« »Scheiße«, flüsterte Granger und hob ihren Kopf schwach vom Boden. »Sie werden meine Ausdehnungszauber entdecken, wenn sie uns durchsuchen.« »Und wir haben immer noch den verdammten Schädel. Er ist ein gestohlenes Artefakt, ganz zu schweigen davon, dass er wertvoll genug ist, um eine internationale Ermittlung auszulösen.« »Ich sag's dir, ich habe eindeutig einen Angriff gehört«, erklang eine Männerstimme. »Unmöglich«, antwortete ein zweiter. »Bis zu der aus Istanbul um halb sind keine geplant.« Granger streckte ihren Arm aus und wisperte. »Das appariere uns.« »Wohin?« »Irgendwohin, verdammt!« Draco ergriff ihren Arm und disapparierte so leise, wie er konnte. Tja, und wohin sie dann disapparieren, das hören wir dann im nächsten Kapitel. Bis dahin, ich hoffe, es dauert diesmal nicht ganz so lange, wünsche ich euch eine gute Zeit. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja in der Zwischenzeit bei Spotify oder anderen Podcast-Seiten vorbeischauen, also überall, wo es Podcasts gibt, und gucken, ob ihr da vielleicht genau diese Fanfiction von mir vertont findet. Denn ich habe die hier hochgeladenen Kapitel auch dort hochgeladen, nachdem jetzt ein paar schon danach gefragt hatten, und würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch dort hören würden. Für ein paar ist es vielleicht einfacher, weil man die Fanfiction nochmal hören möchte und vielleicht YouTube einfach aufgrund der Länge der Kapitel etwas umständlich ist. So, das war es aber wirklich von mir und ich wünsche euch eine gute Zeit und verbleibe mit ganz lieben Grüßen. Eure Kauli.